Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zum Euro Truck Simulator 2 von und mit mir, Gentleman MG. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Simulationsfreunde, Freunde der gehobenen Simulationskunst. Ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit, sondern starten direkt rein ins Spiel. Let's go. So ihr Lieben. Wir sind genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Diesmal habe ich auch sichergestellt, dass ich den Aufnahme-Button gedrückt habe. Also wie gesagt, wir hatten Ende der letzten Episode unseren Kredit vollständig abbezahlt. Das heißt, wir sind komplett schuldenfrei, wie ihr seht, haben noch 62.000 Euro Rest, stehen in Schweden, wo wir unseren Aal abgeliefert haben. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich muss mal wie immer meine Lautstärke vom Headset runter regeln. Warte mal. Genau, wir hatten abgesattelt. Genau, so war das. Ich war mir tatsächlich eben unsicher, weil wir genau da so drin gestanden hatten. Das sah aber tatsächlich optisch einfach nur so aus, ihr Lieben. So, wir gucken mal eben, wie sieht es denn hier aus. Okay, alles klar. Tanken brauchen wir nicht. Ja. Wir schauen uns einfach mal hier direkt das Auftragsangebot an. Wir sind ja frei. Ne? Na? Also manchmal. Hallo, Auftragsangebot. Ja, bitte. Genau, Dankeschön. Naja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht. So, wir gucken mal, was wir denn hier haben. Hier stehen wir in Festeras. Okay, hier haben wir tatsächlich die Auswahl zwischen Altkunststoff und Altkunststoff. Wobei der immerhin noch 14,69 € pro Kilometer bringt. Das ist natürlich jetzt nicht gerade der Brüller. Aber wisst ihr was? Da machen wir uns gar nicht verrückt. Denn auch Finnland, wo wir noch nie waren, ist natürlich eine super Sache. Und wie ihr seht, es geht ja hauptsächlich hier um Fährstrecke. Das heißt, wir machen ganz lang rum. Wir ärgern uns nicht groß, auch wenn das nur 4.700 € bringt. Wir nehmen diesen kurzen Auftrag an, fahren mit der Fähre rüber nach Finnland und schauen einfach, dass wir dort eine tolle Folgetour kriegen. Was denkt ihr? Machen wir. 200 Kilometer. Okay, Nehmen wir dann an, los. auf geht der. Ja, ist gut, du kannst aufhören zu piepsen. So, Kein Problem. Ich finde wo schon einen steht denn Hotel. unser Hänger? Ach, da vorne, guck mal, ihr Lieben. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. An der Stelle, wie immer, ihr wisst, der ganz wichtige Hinweis von mir, drückt mir bitte auf den Like-Button, auf den Daumen nach oben unter dem Video. Es kostet euch nur einen Mausklick, ist aber für mich ganz, ganz wichtig, weil der YouTube-Algorithmus mag meinen Kanal und meine Videos dann und bringt mich nach vorne und somit kann ich dann weiter Kunden für euch produzieren. Ja? Danke dafür. So, ihr Lieben, wir haben aufgesattelt. Boah, was ein alter, dreckiger Auflieger. Aber okay. Ja, dann würde ich doch sagen, wir machen uns direkt los. Freut mich total, dass ihr wieder dabei seid. Da war unser letzter Auflieger, den wir abgesattelt haben. Dass ihr mich auch auf dieser Tour wieder begleitet. Das freut mich sehr. So, wir haben 23:42 Uhr. Ja, wir müssen natürlich schlafen, ne? Aber wir gucken mal, wie wir das hinkriegen, da wir ja sowieso auf die Fähre müssen. Ja, von daher dachte ich mir eigentlich, das könnte ganz gut hinkommen. Denn wir werden ja auf der Fähre die Gelegenheit haben,
zu schlafen. Oder ansonsten, guck mal, hier könnten wir auch schlafen, ne? Sollen wir das machen? Ja, ich glaube, wir sollen, oder? Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, nee, du musst jetzt keine neue Route finden, denn... Wir möchten hier tatsächlich einfach nur kurz schlafen. Bis gleich. Ah, hallo zurück. Guten Morgen, ihr Lieben. So, es ist Freitag, 8.45 Uhr. Das ist super. Ich würde sagen, wir lassen den Motor an und weiter geht's. Wir haben etwas vor. Die Fähre wartet auf uns. Und da machen wir uns jetzt auch direkt hin. Nein, du musst keine neue Route finden, denn wir haben nur kurz geschlafen. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Freut mich hier im wundervollen Schweden. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch zum allerersten Mal nach Finnland kommen. Ich bin ganz aufgeregt. Wir biegen hier übrigens rechts ab. Auf dieser Tour, wie gesagt, werden wir auch... Hallo? 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 Mit der Fähre unterwegs sein. Manchmal sehr, sehr seltsam. War doch alles in Ordnung. Wie auch immer. Also auf dieser Tour werden wir die Fähre nutzen. Dann seht ihr das auch mal. Gab es zwar schon mal, aber da hatte ich den Aufnahme-Button vergessen. Ich habe den Aufnahme-Button vergessen. Ja, okay. So, wir gucken mal. Ihr fahrt, wie gesagt, schön mit. Wir schauen uns das mal an. Das Wetter ist toll, das passt. Wir gehen mal eben auf die 80 km/h, damit wir unseren Tempomat einschalten können. Da sind wir auch schon. Das ist hervorragend. So. Ja, dann gucken wir doch mal. Ist das nicht eine tolle Gegend? Leute, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich liebe diese Landschaft hier. Unser Tank ist gut gefüllt. Wie gesagt, ich möchte es auch unbedingt vermeiden, hier zu tanken, weil 2,11 Euro für einen Liter Diesel in Schweden, das ist einfach nicht normal. Also für unsere Verhältnisse nicht normal. Das möchte ich doch gerne vermeiden. Ja, seht ihr, immer Augen auf die Straße und so, ne? Ja, ich Schüsselchen mal wieder, ne? Aber okay. Jetzt gucken wir einfach mal. Es wird ja wahrscheinlich auch bis zum Hafen, zur Fähre, gar nicht mal so weit sein, wie ich das auf der Gesamtkarte gesehen habe, ne? Was ist, sehen wir das hier? Nee, so weit kommen wir gar nicht raus. Na, ist egal. Ist tatsächlich gar nicht so weit, bis wir bei der Fähre sind und dann rübersetzen nach Finnland. Finnland, Leute. Geil. Ich freue mich. Wir erkunden so viel Neues hier. Ja, auch sehr schön. Ne? Wie gesagt, noch 62.745 Euro auf dem Konto und schuldenfrei. Unser Kredit ist vollständig getilgt. Ihr habt das in der letzten Episode gesehen, wir stehen auch kurz vor einem Level Up. Das heißt, wir werden jetzt auch sehr bald wieder einen neuen Fertigkeitenpunkt erhalten, den wir dann, wie wir möchten, vergeben können. Und der uns hoffentlich auch wieder Neues freischaltet, sei es jetzt für Erweiterung oder für LKW selbst. Das werden wir dann sehen. Ja. Ich habe übrigens nach Beendigung der letzten Episode fiel mir etwas ein. Wir haben es ja am Ende der letzten Episode angeschaut, dass wir uns einen zweiten LKW kaufen möchten. Ja, dazu nehmen wir natürlich einen entsprechenden Kredit auf in der Bank und dann eben auch einen Fahrer einstellen möchten. Aber da gibt es noch was ganz anderes, das hatten wir total vergessen. Wie ihr wisst, wir haben ja nur eine Niederlassung, nur eine Garage. Diese Garage, weil wir brauchen ja pro, wir halten uns hier übrigens mal rechts, pro LKW
brauchen wir natürlich auch einen Garagenstellplatz. Ganz klar, logisch. Unsere einzige Garage, die wir besitzen, hat momentan Ausbaustufe 1. Das bedeutet, die bietet auch nur einen einzigen Stellplatz. Heißt, wir haben überhaupt gar keinen Garagenplatz für einen zweiten LKW. Ihr seht, es kommt also tatsächlich noch etwas dazu. So, die nächste, um unsere Garage eine Stufe weiter auszubauen, benötigen wir 180.000 Euro, Leute. 180.000 Euro. Ja? Das ist Möglichkeit 1. Also Möglichkeit 1 ist, wir bauen unsere Niederlassung weiter auf die zweite Ausbaustufe, um Platz für einen weiteren LKW zu haben. Oder, und jetzt kommt Möglichkeit 2, statt erst diese Niederlassung weiter auszubauen, können wir uns auch eine zweite Niederlassung dazu kaufen. In einer anderen Stadt, ne? Also ein anderes Land, wo auch immer wir möchten. Ja, sodass wir woanders eine weitere Niederlassung haben und eben den zweiten LKW dann eben dort reinstellen. Ja? Das ist natürlich die zweite Möglichkeit. Heißt also entweder unsere Garage, die wir haben, ausbauen oder zweite Garage dazu kaufen. Lasst mir dazu gerne mal eure Meinung da, was ihr denkt, was wir machen sollen, gerne mal in die Kommentare. Denn das kommt natürlich auf uns zu, müssen wir uns Gedanken drüber machen. Ne? Ich guck mal kurz in die Tasse, ob die mir dabei hilft. Nicht wirklich, aber es schmeckt. Und wir müssen hier rüber, wir schauen mal kurz. Was ist da nicht passiert? Oh, wir sind nur 70. Oh, ja, dann achten wir mal auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, also ist tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bisher, den wir natürlich zwingend beachten müssen. Also wie gesagt, Garage auf Stufe 2 ausbauen kostet 180.000 Euro. Da hatte ich mir ein Angebot bereits eingeholt, das ist das günstigste. Was die Anschaffung einer neuen Niederlassung kostet, weiß ich tatsächlich noch nicht, habe ich noch nicht geschaut. Machen wir aber mal gemeinsam. So, hier fahren wir übrigens die erste Ausfahrt raus aus dem Kreisverkehr. Alles klar. Mann. Auch hier, Leute, guckt euch das an. Also diese Gegend ist ein Traum. Ich sag's euch, es ist ein absoluter Traum hier. Es ist so eine traumhafte Kulisse. Aus dem Grund machen wir jetzt auch einfach mal hier mitten auf der Strecke ein Foto. Guckt euch das an, Leute. Ist es nicht ein Traum? Doch, oder? Sagt man selbst. Es ist ein Traum, ne? Absolut. Ja, so ist das, ne? Also gerne mal eure Kommentare da lassen dazu. Und wenn ihr dann schon in den Kommentaren seid, drückt bei ihm auf den Button, auf das Like. Ist ganz wichtig für mich. Danke dafür. Danke fürs Mitfahren und Zuschauen. Hier noch im wundervollen Schweden, bald im ebenso wundervollen Finnland. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind schon wieder etwas zu schnell unterwegs hier. Wir sind in Kapelskär. Sehr schön. Herzlich willkommen in Kapelskär. Unser allererster Aufenthalt hier. Da vorne fahren wir auch schon links ab. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr weit bis zur Fähre. Biege nach links ab. Wir sind wahrscheinlich schon fast da. Da ist die Polizei. Ja, wir fahren nur 30. Keine Sorge, Kollegen. Alles im Griff. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, da vorne sind wir auch schon an der Fähre, Leute. Super. Geht daher recht zügig. Ja gut, wir kriegen auch nur ein Apfel und ein Ei für diese Tour, ne? Weil wir fahren ja hier so gut wie nichts. Aber auch das muss man manchmal in Kauf nehmen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ihr das auch mal miterlebt. Also es gibt durchaus Touren. Wir haben eine super Vergütung bekommen für die Tour hierher nach Schweden.
Allerdings von daher gibt es ja so gut wie nichts zu transportieren, also extrem schlechte Anschlussaufträge. Ne? Also hat alles immer zwei Seiten, wie ihr seht. Ja? So, jetzt einmal hier rein auf die Fähre. Super. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir fahren, wir wollen wohin? Wir müssen nach Nantali. Alles klar. Wir wollen ja hier nicht zum falschen Ort fahren. So, die Überfahrt dauert 9 Stunden, kostet uns 1170 Euro. Ich würde sagen, Neu wir berechnen. fahren direkt mal los. Wir hätten also tatsächlich gar nicht zum Schlafen anhalten müssen, weil wir hatten 9 Stunden Zeit jetzt auf der Fähre zum Schlafen. Aber wie auch immer, erster Aufenthalt in Nantali. Wir sind heil angekommen. Auch hier guckt euch das an, das Hafengelände. Also, es ist schon schön, ne? Auch hier muss ich wieder nochmal den Euro Truck Simulator 2 loben. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen von euch schon auf den Geschmack Dir gebracht. ist Würde mich nichts freuen. anhaben. Falls ja, lasst es mich gerne mal wissen, Leute. Ja? So, wir biegen hier Biege nach übrigens rechts rechts ab. Herzlich willkommen in Finnland. Unser erster Aufenthalt in Finnland. Und ich sehe, wir fahren Richtung Helsinki. Sehr schön. Auch hier natürlich alles Straßen, die wir noch nicht erkundet haben, da wir hier noch niemals waren. Also, unsere Touren führen uns weiter und weiter weg, wie ihr seht. Aber das ist vollkommen okay. Wie gesagt, wir sind ja selbstständig. Entschuldigt bitte. Mit unserem LKW. Jetzt rechts abbiegen. Heißt, wir können fahren, wohin auch immer wir wollen. Ich werde da vorne übrigens mal rechts abbiegen, habe ich mir gerade überlegt, ihr Biege nach Lieben. rechts ab. Denn ich möchte mich hier einfach weiter in Richtung Helsinki halten. Genau, da unten kommen wir auf die Autobahn. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen beschleunigen und kommen da unten hoffentlich gut raus. Wobei hier ist natürlich ganz schön was los auf dieser Autobahn. Junge, gib Gummi. Alles klar. Wir sind heil rausgekommen. Und da wird auch schon wieder gebremst. Ja, was ist das hier, Junge? Ach, da ist die Ampel rot. Okay. PostNord Logistics. Oh, doch, hier ist ganz schön was los mit LKW. Guck mal da vorne. Und auch hinter mir stehen schon wieder zwei Kollegen. Ja klar, die kommen alle von der Fähre, ne? Das ist natürlich so eine Hauptverbindung, über die die ganzen LKWs laufen, ne? Also dementsprechend ist hier natürlich ein bisschen was los. Aber das wird sich jetzt natürlich verteilen auf die einzelnen Richtungen, ja? Das bleibt ja nicht so. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es macht euch nach wie vor Spaß. Ich habe nach wie vor richtig Bock auf das Ganze. Also das hat sich nicht um 1% verringert. Das kann ich euch versichern. Wir halten uns übrigens mal rechts und biegen auch da vorne einfach rechts ab, ihr Lieben. Ich gucke mal kurz in die Tasse. Ja, schaut mal, wir haben nur noch 27 Kilometer vor uns. Das ist tatsächlich nicht weit, ja. Wie gesagt, durch so eine Biege Fähre, nach das rechts macht es ab. natürlich einfacher, ja. Deswegen habe ich diese Tour, die uns nur 4000 noch was Euro einbringt, auch angenommen, weil wir im Grunde so gut wie nicht fahren müssen, ja. Also einmal mit der Fähre rüber, hier abladen und das war's. Ich hoffe natürlich, dass wir hier eine entsprechend vernünftige Anschlusstour finden, ja. Und nicht wieder so ein Mist hier mit 4000 Euro, weil so können wir natürlich, so kommen wir auf keinen grünen Zweig, Leute, ne? Ist klar. Aber wir schauen einfach mal. Ich bin guter Dinge, ich hoffe, ihr auch. Rechts halten. Wir schauen Biege uns rechts ab. einfach mal an, was wir hier finden. Da vorne biegen wir schon wieder rechts ab.
Ich mache auch mal langsam hier. Ich wusste Fährst es, die rechts Ampel ab. wird nämlich so rot. Ich hätte es am liebsten direkt ausgesprochen, aber ist okay. Auch hier überall die Fichtenwälder, ja. Ja, schöne Gegend, also echt schöne Gegend. Es ist natürlich ein bisschen kühleres Gefilde als bei uns in Deutschland, ja. Ist ganz klar, aber schöne Gegend hier. Ich würde tatsächlich gerne mal wissen, ob hier in Finnland der Liter Diesel auch 2,11 € kostet wie in Schweden. Ja, das war ja, das ist ja nicht normal, oder Leute? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Und die nächste Ampel. Wir haben hier so eine schöne rote Welle heute, wie ihr seht. Aber alles gut. Haben wir immer ein bisschen Zeit, uns die Gegend anzuschauen, ja? Beschweren wir uns jetzt nicht drüber. Guck mal hier, Sonnenuntergang. Schön, ne? Fast 21:51 Uhr am Freitagabend. Das heißt, wir fahren hier in Finnland in unser Wochenende. Wobei Wochenende, ja, für mich als Selbstständiger ist tatsächlich kein Wochenende, denn ich muss weiterfahren. Ich muss Geld verdienen. Ich kann mir tatsächlich leider kein Wochenende erlauben, ihr Lieben. So, wir gucken mal, wir fahren hier schon mal rüber, denn wir Immer müssen uns da geradeaus. vorne, wie er mir hier anzeigt im Navi, links halten, ja? War sehr schmutziger Anhänger, oder? Also, das ist schon. Naja, gut, wir können nicht nur neue Anhänger fahren. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. So, und wir dürfen weiter. Bin ich mal gespannt, die nächste Ampel, die wird doch dann bestimmt auch schon wieder rot, oder? Oder? Macht schon mal, Links ja, halten und das dann dachte ich links mir, abbiegen. aber ist okay. Sind nur noch 5 Kilometer, wir sind also auch fast da, ihr Lieben. Biege nach links ab. Ganz, ganz entspannt. Ja, wie gesagt, war eine sehr kurze Tour, ja. Altkunststoff 9 Tonnen für lediglich 4.707 €. Erster Aufenthalt in Turku. Allein die Gebühr für die Fähre haben es ja schon 1.200 € gekostet, aber nun denn, Leute, es bleiben wenigstens noch 3.000 € hängen. Ja, da vorne ist auch ein Fragezeichen. Wenigstens das ist schon mal gut. Wir haben eine Arbeitsagentur Biege nach entdeckt. rechts ab. Das ist natürlich gut, ja, wenn wir dann mal einen Fahrer einstellen wollen, ja. Das heißt, wir dürfen auch von hier einen Biege jetzt Fahrer links ab. einstellen. So, da vorne biegen wir dann links ab. Wir haben Biege nach natürlich links ab. erstmal wieder eine rote Ampel. Oh, hier ist LKW-mäßig auch ganz schön was los, Leute. Schaut mal. Ja, viele Kollegen hier. Was ist mit dir? Du wolltest da einfach mal stehen bleiben. Macht sich vom Acker, Kollege. Es ist nämlich schon grün. Also für mich. So, und ich würde sagen, da vorne halten Rechts wir uns halten dann und wieder dann rechts rechts. abbiegen. Hier ist ja wirklich jede Ampel rot, oder? Jede einzelne Biege Ampel nach ist rechts hier ab. rot. Nun denn, alles gut. Wir ärgern uns nicht darüber, sondern konzentrieren uns darauf, unsere Lieferung ordentlich abzuliefern. Demnächst links abbiegen. Wir biegen, glaube ich, auch demnächst einfach mal links ab da vorne. Biege nach links ab. Junge, Junge, Junge. Lass doch Augen heißen. Und heißen Reifen. So, 1 Kilometer. Wir sind also tatsächlich fast da, ihr Lieben. Ja, na, also wie gesagt, das mit der Garage müssen wir uns tatsächlich mal überlegen, ob wir unsere Achten Sie auf die Garage, die wir bereits Geschwindigkeit. haben, ausbauen oder ob wir uns Demnächst vielleicht rechts auch hier abbiegen. irgendwo einfach
eine neue Garage dazu kaufen. Wobei wir da Wie viel fehlt erstmal jetzt ab? nach den Kosten schauen müssen, ne? Das ist ganz klar. So, und wir sind an unserem Bestimmungsort angekommen, Wir Leute. sind fertig. Ohne größere Probleme. Was meinst du mit, wir sind fertig? Wir müssen noch absatteln. Erst dann sind wir fertig, ja, wenn wir gesattelt haben. Und zwar jetzt. Wir haben fertig. So. Ja, gut ausgezeichnet. Also 4.324 Euro plus 383 Erfahrungsbonus gibt 4.707. Da müssen wir jetzt natürlich die 1.200 für die Fähre abziehen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Level 11. Wir haben wenigstens ein Level Up geschafft dadurch, ja. Jetzt gucken wir mal. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen noch mal auf die zerbrechliche Fracht. Ja, dann können wir da nämlich noch mal mehr Geld verdienen. Ja, damit würde ich auch sagen, sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ich danke euch fürs Mitfahren, ihr Lieben. Fahrt vorsichtig, ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, haut mir auf die Glocke, lasst mir ein Abo da, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Wir machen hier erstmal eine Pause und dann gucken wir in der nächsten Episode, ob wir denn hier eine schöne Anschlusstour finden, die uns hoffentlich A, ein bisschen mehr Geld in die Kasse spült und B, uns hoffentlich noch ein bisschen weiter in die Richtung führt. Aber das gucken wir uns gemeinsam in der nächsten Episode an. Bis dann, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ihr Lieben. Tschüssi.